Ö1 Podcast. Die Klienbrüder. Neue Musik im Härtetest. Klingt natürlich so, als hätte sich dabei leicht gemacht und sich 1912 mit einem Tonbandgerät auf den Ring gestellt. Ja, es ist auf jeden Fall basierend auf Tonaufnahmen. Basierend auf Passagen, auf Leuten, die vorbeigehen. Also insgesamt klingt es nach Straßenlärm oder es kommt aus Asien und es ist 1912 am Ring oder halt ein bisschen später dann in Asien. Also die detektivische Genauigkeit ist natürlich beeindruckend, weil es ist Neu-Delhi. Aha, schau her. Ist das wirklich eine Straßenaufnahme? Na, schau her. 90er Jahre. Sag ich ja, da hat sich jemand leicht gemacht. Hildegard Westerkamp. Gently penetrating beneath the sounding surfaces of another place. 1997. Hildegard Westerkamp wird 1946 in Osnabrück geboren. Sie studiert Flöte und Klavier in Freiburg. Seit 1968 lebt sie in Vancouver in Kanada. In den frühen 70er Jahren tritt sie dem World Soundscape Project bei, einem internationalen Forschungsprojekt, das sich der Aufnahme, der Katalogisierung und dem Erhalt von Klanglandschaften widmet. Der Großteil ihrer Werke widmet sich seitdem Aspekten der akustischen Umgebung. Westerkamp ist beteiligt an der Gründung des Weltforums für akustische Ökologie. Ab 2003 koordiniert und leitet sie sogenannte öffentliche Soundwalks in Vancouver. In Westerkamps Werk kommt zudem immer wieder ein feministischer Ansatz zum Ausdruck. Kritik formuliert sie dabei vor allem an der akustisch-männlichen Dominanz im Radio und im öffentlichen Raum. Jetzt bin ich nicht sicher, dürfen wir weiterreden? Ich habe auch gedacht, da sind wir vielleicht nicht die zwei idealen Erklärerinnen. Aber jetzt sitzen wir halt einmal da. Also es geht um Klangökologie, höre ich. Keine Frage, dass das massiv zugenommen hat und wir alle psychisch ein bisschen halt in Stresssituationen geraten dadurch. Insofern Musik, die einen besser machen möchte. Problem nur, es ist keine Musik. Ja, da gibt es natürlich aus meiner Sicht andere Ansätze dazu auch. Aber es ist natürlich im klassischen Sinn, also im traditionellen Sinne von Musik, da gibt es ein Metrum, gibt es ein Beat, gibt es einen Rhythmus. Und das Ganze verläuft innerhalb von definierten Intervallen, Tonhöhenkategorien. Es ist keine Musik, sondern sie hat für dieses Stück in Neu-Delhi Märkte aufgenommen und hat sich, glaube ich, konzentriert auch auf so Verkaufsrufe und die Schönheit von Klängen, die sich ergeben, wenn ein Rad vorbeifährt. Ja. Das ist jetzt ganz was anderes als musikalisches Hören. Und es klingt eben ganz anders, als wenn du mittendrin stehst, weil du es eben auf die Lautsprecher holst. Und das dann zu kollagieren, bearbeiten zu Stücken von Musik oder von Soundart, wie immer du es nennen willst, kann
sehr großartig sein. Mir persönlich wäre es auch wurscht, wenn man sagt, das nennen wir nicht Musik, sondern eben Sound Art. Aus einem europäischen und nordamerikanischen Kontext stammend, war ich von der täglichen Präsenz der Stimmen der Verkäufer begeistert. Da die menschliche Verkaufsstimme in Nordeuropa und Nordamerika fast vollständig verschwunden ist und weitgehend durch Medienwerbung ersetzt wurde, ist es für den Besucher aus diesen Gebieten ein Wunder, solche Stimmen wieder zu hören. Die Verkäufer, die sich durch ruhigere Viertel bewegten, schienen musikalisch ausdrucksstärkere Stimmen und fast liedhafte Forderungen nach ihren Produkten mit klaren melodischen Mustern zu haben. Und dann war da noch die Stimme des Jungen, der Saft verkaufte. Ja, aus meiner Sicht ist das nicht weniger Kunst, sondern eher Wissenschaft. Das ist ein Missverständnis aus meiner Sicht, das Musik nennen zu wollen. Weil das ist natürlich gut, Klänge zu archivieren. Alles sehr ehrenwert, überhaupt gar keine Frage. Ist aber aus meiner Sicht eben eine Form von Archivar oder von Archiv und eine Form von Wissenschaft und nicht von Kunst. Das mag im World Soundscape Project ein Aspekt sein, nicht? Aber in diesen Hörstücken geht es tatsächlich darum, denke ich, Geschichten zu erzählen, virtuelle Räume zu bauen, hörend begehbar zu machen und auch Beziehungen herzustellen zwischen Dingen, die ja nichts miteinander zu tun haben. Nicht auf der einen Seite klingelt irgendwas, dann hört man ein Auto im Hintergrund, dann ruft jemand. Das hat ja nichts mit Dokumentation zu tun, wie die Wirklichkeit ausgesehen hat, sondern das ist schon eine künstlerisch gestaltete Welt. Nicht? Das stimmt natürlich, aber es ist ja auch jetzt in letzter Konsequenz, egal wie man es genau definieren möchte, ich weiß nicht, ob ich mir das lang anhören kann. Die Entscheidung, der musikalische Härtegrad. Ich finde es sehr hart, das zu hören. Also mich langweilt es nach einer halben Minute und auch grundsätzlich nicht verstehe, was mir das sagen möchte. Deswegen hat es für mich einen Härtegrad von 8. Ja, das ist beeindruckend hart sozusagen. Also wenn ich damit ein Problem habe, dann ist es mir eher fast zu zugänglich, nicht? Aber insgesamt sehe ich da für mich kaum eine Härte. Also ich kann mir das sehr gut anhören. Ist es für dich Musik? Soundscape Composition heißt das auf Englisch. Also es ist eine Komposition und ob es Musik oder nicht, das ist mir eigentlich wurscht. Ja. Also insgesamt würde ich sagen... Härtegrad bei dir? Eins. Ja, da liegen wir ordentlich auseinander. Ja. Kommt vor.